scheint alles noch da zu sein. Volles Inventar. Alles offen. Junge, Junge, Junge. Moment mal, hier ist gar keine Tür dran oder was? So voll. So, was haben wir denn alles? Impulsspalter ist noch gut. Ist ja noch Platz. Super. Alles leer. Warte mal, können wir denn irgendwas bauen? Ja, jetzt auch ein 3D-Drucker. Hochofen. Tja, was können wir hier mitbauen? Reflexvisier. Was haben wir denn hier alles? Wie kann ich das denn sehen? Achso, nur indem ich das hier im Inventar habe. Modifizieren. Reflexvisier habe ich drin. Verlängerter 10 mm Lauf.
Naja, Munition brauche ich. Und wie war das nochmal? Flops habe ich denn? 466. Das kann schon 640. Panoramische Sicht. Werkzeuge. Ne, ich sollte ja Richtung Waffen gehen. Extra verlängerter Lauf. Magazine. Trommelmagazin. Erweitertes Schnellwechselmagazin. Kostet beides dasselbe. Da wollen wir hin. Bessere Gewehrmunition. 960. Besseres Gewehr. Ja, was haben wir hier? Shotgun. 480. Kaliber 12. Besser zu. Der fertig geschrottet. Gut, dann bauen wir noch ein bisschen Muni. Das lassen wir dann hier. Silizium lassen wir auch hier. Also um irgendwie Munition zu bauen oder andere dieser Sachen hier. Brauche ich so einen kleinen Mobilprinter, 3D-Drucker. Ne, ich lasse ihn mal hier drin. Und Rohstoffe in das andere Ding. Ist da jemand?
Das sind ja alles auf. Die können echt die Türen aufmachen. So, dieses Gerät hier brauche ich, um etwas aufzusammeln. Wie nennt sich das? Impulsspalter. Das gehört zu den Werkzeugen. Server will shutdown in 30 Minuten. Ich lerne das mal hier, indem ich da drauf klicke, dann wird Escape und dann kaufen. Jetzt wollen wir hier die Flops abgezogen. Sammelgeschwindigkeit kostet 80, steht rechts unten. Beschleunigt Bergbau und Wiederverwerten von Rohstoffen um x%. Kaufen. Und dann brauchen wir jetzt noch 100. 60 knapp an Flops für den Schneidbrenner. Airbrush. Zur Dekoration von Gebäuden. Das kommt dann als nächstes. Sammelt Rohstoffe von bestimmten Gebäuden und Geräten. Okay. Gut, dann gehen wir mal vor die Tür. Und natürlich ist es jetzt gerade Nacht. Mal da hoch. Dieses heißt, ich bin down. Das kann ich auch abbauen damit. Das liegt hier halt überall rum. Kleine kann man so aufnehmen. Für die größeren Brocken brauche ich dann halt dieses Gerät.
so kommt man dann an die Flops. Manchmal kann man die auch finden. Indem man hier so Sachen durchsucht, und zwar alles, was weiß ist. Ne, diese weißen Streifen hier. Da ist noch Stuff dran. Und dann wird es rot, das heißt, es ist leer. Dann nehmen wir erstmal alles plündern. Wenn was leuchtet, so wie hier, kann ich das entweder aufnehmen oder auch wieder auseinandernehmen. Der Monitor zum Beispiel, da kommt dann Kupfer raus. Kann ich Essen machen mit dem 3D-Drucker wieder. Also, und ich muss auch mal was essen. Ist hier alles leer, außer dass hier schon wieder respawnt ist. Krass. Hier sind noch mehr. Gar nicht gesehen. Es wird auch schon wieder hell. Sehr schön. So, so sieht das aus, wenn so ein Mars hell wird. Mit einer Menge von diesen Spinnen. Da läuft eine rum. So scheint das alles ziemlich leer, weil die verstecken sich halt auch in den Gebäuden. Oh ja.
ich bin fast zu schwer, ich kann kaum gehen. Muss ein bisschen aufpassen. Erstmal wieder zurück zur Base und das Zeug loswerden. Schauen Sie mal wieder ein bisschen schneller. Silizium. Kann ich kein Essen machen? Wie ging das denn nochmal? Eisen brauche ich dafür. Wieder zurück. Gut. Dann holen wir uns mal Luft. Schön nachlernen direkt. Und warum habe ich hier nur 15 Schuss?
Das Magazin fehlt, okay. So, hier gibt es irgendwie gar nichts. Schauen, dass ich schnell noch was sammeln kann. Server down geht, aber hier ist gar nichts. Wie gesagt, alles, was irgendwie weiß leuchtet. Bis es dann halt nicht mehr leuchtet.
ist irgendwo hier in der Mitte ist ein Ding, das man looten kann. Ansonsten ist hier alles leer. Völliger Quatsch. So, hier auch nix. Bisschen. M für die Map. Die Kometen hinterlassen Krater und da findet man dann spezielle Erze drin. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Hier ist gar keine Tür drin. Wie kann das denn sein? Ich weiß auch nicht, wie man die einbaut. Erste-Hilfe-Spray. Eisen, Biomasse, Nitrat braucht man.
dafür. Okay. So, 486. Was wollte ich machen? Das hier, ne? Machen wir mal. So, jetzt kann ich den bauen. Denke ich mal. PAX-Wiedergänger. Gut, vielleicht muss ich da an den Drucker. Magnesium baue ich dafür. Hammerlich. No Flaps. Oh oh. Das heißt, das zerfällt oder was? 13 Minuten. Deswegen sind die Türen vielleicht auf. Ja? Gut. Dann brauchen wir gleich mal Flops für den Erhalt dieser Geschichte hier. Ah ja, komm. Modifizieren, Magazin. Warum geht das nicht? Magazin. Das gerade gesehen. Und zwar eine andere Waffe noch. SA-45 Geißel. Die kann ich bauen, dafür brauchen wir aber dafür Magnesium. Boy. Gut. Server neu startet. Server will shut down in 2 minutes. I'll be back in around 15 minutes. So. See you later. Bye bye.